Liebe Geschwister im Herrn Jesus Christus, Psalmen, eine Einführung, Psalm 98. Die Gerechten werden aufgefordert, den gerechten Herrn, Jehova, anzuerkennen und ihn freudig zu preisen, denn er hat sie mit Freude und geistlichem Wachstum, das Licht genannt wird, Vergleiche Psalm 27, Vers 1, 36, 10 gesegnet. In diesem Psalm ermahnte der Schreiber die ganze Erde, dem Herrn zu singen und ihn zu preisen, denn er regiert und hat Wunderbares vollbracht, als er Israel durch seine Macht rettete, und er wird die Erde in Gerechtigkeit richten. A. Gott hat seine Errettung verkündet, Psalm 98, Vers 1 bis 3. Der Psalmist lud seine Leserschaft dazu ein, dem Herrn ein neues Lied zu singen. Denn durch seine Kraft, seine rechte Hand und sein Arm sind Bilder für seine Macht, hat er das Heil gebracht und seine Gerechtigkeit offenbart. Das Heil Gottes wird aufgrund seiner Gnade und Treue auch zu übersetzen mit treue Liebe möglich. Der Herr gedachte an seinen Bund mit seinem Volk Israel und errettete es. Gott wird die Welt in Gerechtigkeit richten. Der Psalmist schaute die letzte Errettung seines Volkes voraus und rief daher die Erde auf, das heißt die Bewohner der Erde, vor dem Herrn zu verlocken. Jedermann sollte laut jubeln und mit den verschiedenen Musikinstrumenten vor dem Herrn, dem König und dem Kommentar zu Psalm 95,3 singen. Sogar die Natur, auch das Meer, die Ströme und Berge, Psalm 96, 11 bis 13, wird aufgerufen zu jubeln und zu jauchzen. Vers 9. Darum sollen die Menschen den Herrn preisen. Warum sollen die Menschen den Herrn preisen? Weil er kommt, um die Welt in Gerechtigkeit zu richten. Psalm 96, 13. Der Psalmist sah noch einmal voraus, wie Jehova kommt, um sein Werk zu tun. Der Herr wird Rettung, Psalm 98, 3, und Gerechtigkeit bringen. Eine weitere Betrachtung zu Psalm 98. Im Psalm 98 wird Israel auf der Erde das Ergebnis dieses persönlichen Einschreiten Jehovas sehen. Jehova hat seine Rettung kundgetan. Er hat seine Güte und seine Treue gedacht. Dem Hause Israel. Die ganze Erde wird aufgefordert, Jehova als König zu ehren. Jehova hier wird nicht, wie in Psalm 96, die Erde, die Himmel aufgefordert. Sie sind schon erfüllt von seiner Herrlichkeit, wie auch die Engel bereits aufgefordert worden sind, ihm zu huldigen. Sondern das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner sollen frohlocken vor Jehova, der da kommt, um die Erde, ja, die ganze Welt zu richten. Eine dritte und letzte Kurzbetrachtung zu Psalm 98 in unserer Übersichtsreihe zu den Psalmen. Im Psalm 98 feierte Israel auf der Erde das Ergebnis dieses persönlichen Einschreitens des Herrn. Jehova hat seine Rettung kundgetan. Er hat seine Güte und seiner Namen Treue gedacht. Er hat seiner Güte und seiner Treue gedacht, dem Hause Israel. Die ganze Erde wird aufgefordert, Jehova als König zu ehren. Hier werden nicht, wie im Psalm 96, die Himmel aufgefordert. Sie sind schon erfüllt von seiner Herrlichkeit, wie auch die Engel bereits aufgefordert worden sind, ihm zu huldigen. Sondern das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner sollen frohlocken vor Jehova, der da kommt, um die Erde, ja, die ganze Welt zu richten.